Wir feiern Gottesdienst im Namen des einen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum ersten Gottesdienst im neuen Jahr. Es ist gleichzeitig der zweite Sonntag nach dem Christfest und ins neue Jahr nehmen wir mit die Weihnachtsbotschaft von der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes im Tempel besingt der Beter des 84. Psalms. Da heißt es: Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Gütiger Gott, du hast viele Zeichen und Wege, Menschen zu dir zu ziehen. Leite auch uns und mach uns für andere zu Wegzeichen deiner Liebe, die uns erschienen ist in Jesus Christus, deinem Sohn. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im zweiten Kapitel. Es ist zugleich der Predigttext. Und die Eltern Jesu gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Pessachfest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der junge Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn, im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Sagen Sie mal, wie sehen Sie Jesus? Vielleicht haben Sie noch Weihnachtsdekoration im Wohnzimmer stehen und sehen das Kind in der Krippe? Oder Sie haben noch ein Weihnachtslied im Ohr und denken an den holden Knaben mit lockigem Haar? So ist uns Jesus in der Weihnachtszeit präsent. Aber
Wie ging es mit ihm nach der Geburt weiter? Wie wuchs er auf? Der Predigttext, den wir schon gehört haben, erzählt etwas davon. Er steht im selben Kapitel wie die Weihnachtsgeschichte. In diesem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums finden sich die beiden einzigen Erzählungen aus der Kindheit Jesu nach seiner Geburt, die das Neue Testament überliefert hat. Letzte Woche haben wir schon erfahren, dass Jesus 8 Tage nach seiner Geburt beschnitten und in den Tempel gebracht wurde. Und auch die Anekdote vom 12-jährigen Jesus im Tempel zeigt uns einen jüdischen Jungen. Mit seinen Eltern pilgert er zum Pessachfest nach Jerusalem. Wir erfahren, dass seine Eltern diese Wallfahrt jedes Jahr unternahmen. Vielleicht durfte Jesus mit 12 Jahren zum ersten Mal mitkommen. Ein Jahr später würde er Bar Mitzwa haben, religionsmündig werden. Da konnte es nicht schaden, den Jungen schon mal an ein paar Bräuche heranzuführen. Das machen wir ja heute vor der Konfirmation genauso. Aber offensichtlich haben Maria und Josef nicht damit gerechnet, wie stark das religiöse Interesse ihres Jungen ist. Als sie abreisen, verlassen sie sich darauf, dass er irgendwo im reisenden Tross mitläuft. Und als sie nach ihrer Tagesreise umkehren, dauert es in Jerusalem nochmal einen Tag, bis sie ihn im Tempel finden. Es war wohl nicht der erste Ort, wo sie nach ihm gesucht haben. Das, was sie dann sehen, haben sie dann wohl erst recht nicht erwartet. Ihr Sohn sitzt inmitten der Tora-Gelehrten Israels, hört ihnen zu und stellt Fragen, aus denen ein erstaunliches Verständnis der religiösen Überlieferung ersichtlich wird. Der 12-jährige Jesus ist nicht nur jung, er ist auch neugierig und lernbegierig. Ein Tora-Schüler, der selbst die bedeutendsten Lehrer ins Staunen versetzt. Der jüdische Maler Max Liebermann hat diese Szene Ende des 19. Jahrhunderts ins Bild gesetzt. Anders als häufig in der Geschichte christlicher Kunst sitzt Jesus hier nicht erhöht auf einem Lehrstuhl, sondern steht inmitten der Gelehrten, die mehr oder weniger stark zu ihm in die Hocke gehen. Ein jüdischer Junge im Gespräch mit jüdischen Gelehrten. Das Bild löste einen Skandal aus. Der Bayerische Landtag diskutierte damals, ob es sich um Blasphemie handelte. Nicht hold genug war der Knabe für das christliche Empfinden der Zeit. Kritiker des Bildes äußerten es unverhohlen und gespickt mit antisemitischer Polemik. Dieser 12-jährige Jesus sah ihnen zu jüdisch aus. Wie sich Liebermann als Jude überhaupt dieses christlichen Themas annehmen könne. Um den Skandal zu entschärfen, musste Liebermann seinen ursprünglichen Jesus übermalen. Aus schwarzen Haaren mit Schläfenlocken wurde langes, blondes Haar. Der barfüßige Junge bekam Sandalen und wurde mitten in dem realistischen Gemälde zumindest ein bisschen idealisiert. Die für christliche Augen ungewohnte Perspektive des Lukas-Evangeliums aber blieb. Der jüdische Junge Jesus lernt im Gespräch mit den jüdischen Gelehrten seiner Zeit. Neben seiner Geburt und seiner Beschneidung war Lukas das der Überlieferung wert. Jesus wächst auf als jüdisches Kind und lernt von Kindheit an, die Weisungen der Tora auszulegen und zu diskutieren. Später wird er mit anderen Tora-Gelehrten debattieren, seine Jünger werden ihn Rabbi nennen und er erweist sich bei alledem als kundiger Lehrer. Der jüdische Neutestamentler David Flusser hat das herausgestellt. Wenn man die Aussprüche Jesu auf dem Hintergrund der damaligen jüdischen Gelehrsamkeit betrachtet, so schreibt er, kann man leicht bemerken, dass Jesus beileibe kein Ungebildeter gewesen ist. Er war sowohl in den Heiligen Schriften als auch in der mündlichen Lehre zu Hause und konnte mit diesem Lehrgut frei schalten. Aus dem 12-jährigen Tora-Schüler
wurde im Erwachsenenalter ein Tora-Lehrer. Oder, wie es unser Text sagt, Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Zwei Dinge bewegen mich an diesem 12-jährigen Jesus. Das eine, für Lukas ist es mehr als ein historischer Zufall, dass Jesus als Jude geboren wurde. Es ist für sein ganzes Leben und Wirken entscheidend. Im neuen Jahr 2021 steht ein großes Jubiläum an. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die meisten dieser 1700 Jahre waren für Jüdinnen und Juden davon geprägt, dass die christliche Mehrheitsgesellschaft auf sie herabblickte, sie ausgrenzte, verfolgte und in den schlimmsten Zeiten ermordete. Auch in den letzten Jahren greift wieder verstärkt Antisemitismus um sich, aus allen Teilen der Gesellschaft. Wer an diesen Jesus glaubt, von dem Lukas erzählt, kann das weder hinnehmen noch unkommentiert stehen lassen. Das andere, was mich bewegt, dieser 12-jährige Jesus stellt Fragen, die die Gelehrten erstaunen. Wo ist eigentlich in unserer Kirche Raum für Fragen? Erleben sich junge Menschen bei uns mit ihren Fragen ernst genommen? Und verändern sich die binnenkirchlichen Perspektiven durch das, was sie zu sagen haben? Wäre das nicht schön? Die Kirche Jesu Christi als ein Ort, an dem Fragen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht sind? Wo die Antworten nicht von vornherein feststehen? Eine Kirche, die durch Fragen lernt. Lasst uns so einen Ort aus unserer Kirche machen. Mit ihren Fragen, mit euren Fragen. Ich bin mir sicher, es wäre im Sinne des 12-jährigen Jesus. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Mit unserer Zuversicht, aber auch mit Herausforderungen fangen wir neu an. Wir bitten dich, gib uns Mut, in der anhaltenden Pandemie Verantwortung zu übernehmen für unsere Mitmenschen und für uns selbst. Gib uns Mut, zu widersprechen, wenn sich Antisemitismus und Rassismus breit machen, und stärke alle, die sich für eine gleichberechtigte, vielfältige Gesellschaft einsetzen. Gib uns Mut, Fragen zu stellen und miteinander zu diskutieren, damit wir offen und respektvoll miteinander umgehen und voneinander lernen. Mit den Worten Jesu beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in die kommende Woche und in das angefangene Jahr unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.